Ja, grüß Gott und Namaste. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer und Betreiber der vedischen Astrologieschule, wo Sie über das Internet anhand vieler interessanter Lehrvideos und vieler interessanter Dokumente sich selbst und das Leben eingehend studieren können. Ja, in diesem Video geht es nun um die Deutung der Transite für den Monat Februar 2019 anhand des jeweiligen Aszendenten und nicht, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen, anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens. Denn in der vedischen Astrologie wird primär anhand des Aszendenten gearbeitet, der dort viel, viel wichtiger ist als wie das sogenannte Sonnenzeichen. Sollten Sie also Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie hier unterhalb dieses Videos auf einen Link gehen, um auf eine Seite zu kommen, wo Sie ganz einfach Ihre Daten, Ihre Geburtsangaben eingeben können, um zu sehen, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos im Februar für Sie nun das Richtige ist. Denn Sie müssen ja wissen, bin ich Aszendent Waage, Aszendent Widder, damit Sie sich das Richtige der 12 Videos für den Februar nun aussuchen. Ja? Dann, ehe wir loslegen, bitte ich Sie noch 2 Minuten Ihre geschätzte Aufmerksamkeit mir zu gönnen. Und zwar, falls noch nicht geschehen, tragen Sie sich ein hier in den Verteiler für meinen Newsletter. Dort bekommen Sie einmal im Monat hochinteressante Informationen, die immer wieder positive Rückmeldungen auslösen bei mir. Erst jetzt wieder war viel Begeisterung zu dem Artikel über das Thema Wiedergeburt anhand des vedischen Horoskops. Dort habe ich Horoskope verglichen, wodurch man die Wiedergeburt eines Menschen beweisen konnte oder zumindest zu extrem hoher Wahrscheinlichkeit. Und interessante Angebote, Vorträge, ja, dann natürlich auch Weltgeschehen werden gedeutet. Und dazu ist auch unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie sich eintragen können, ja, um an diesem Verteiler einmal im Monat dann dadurch Ihre vedischen Astro-News gratis zugestellt zu bekommen. Ja, dann, wie sagen die Weisheitslehrer anhand des Orakel von Delphi? Mensch, erkenne dich selbst. Und der Spruch geht eigentlich noch weiter, denn es heißt, und du wirst das Universum und die Götter erkennen. Wenn wir also zu dem höchsten Wissen und dem besten Leben uns aufschwingen wollen, ja, dann geht es nur über den inneren Weg, die innere Entwicklung. Und dazu habe ich mich entschieden, nachdem das letzte Jahr das erste Seminar hier zum Thema vedische Astrologie auf Zypern sehr positiv aufgenommen wurde, jetzt noch mehr Seminare anzubieten. Es gibt jetzt 2 Themen. Das erste Seminar lautet: Meistern Sie Ihr Schicksal anhand der Sterne. Ja, hier geht es um das Thema Karma und den roten Faden in Ihrem Leben und wie Sie dies erkennen und anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops bestmöglich meistern können. Und das zweite Seminar, hier geht es um Ihre spirituelle Entwicklung, auch natürlich anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops. Und zwar, wie ist die Pilgerreise Ihrer Seele zurück zur Quelle angelegt und wie können Sie diese anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops bestmöglich unterstützen. Ja, diese Seminare, wie gesagt, finden hier statt, wo ich lebe, auf der Insel Zypern, wo die Götter Urlaub machen. Die ersten Seminare sind jetzt Ende März und Anfang April. Es wird auch nochmal, diese beiden Seminare wird es auch nochmal im Herbst geben. Ich lade Sie ein zu diesem so besonderen, ja, Seminar der vedischen Astrologie zur Selbsterforschung auf Zypern. Und noch ein Anreiz für Sie, für Schnellentschlossene winkt ein Frühbucherrabatt von 20%, sofern Sie sich bis 10. Februar 2019 dazu entschließen und den Betrag entsprechend anweisen. Ja, jetzt aber los.
Ich vergesse noch, auch hierzu natürlich ist unterhalb dieses Videos der Link mit weiteren Informationen und einer Broschüre und Erklärungen, damit Sie noch viel mehr wissen über die Seminarinhalte, wo das ist und so weiter und so fort. Jetzt aber los mit der Deutung der Sterne für Monat Februar 2019. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie für Sie als Aszendent Jungfrau sich die Sterne darstellen im Monat Februar 2019. Wir beginnen mit den Energien, ja, die jetzt gerade hier eingeflogen sind, die nicht nur im Februar eine Wirkung haben, sondern fast das ganze Jahr 2019. Das sind die Planeten Jupiter, Saturn, Ketu und Rahu, die hier, wie Sie sehen, die Häuser 4, 5 und 11 besetzen. Nun, Saturn Ketu im fünften Haus drückt aus, dass Sie eine Beeinflussung bekommen, eine Bestrahlung, wo Sie merken, Sie sind noch nicht so mit dem Ausdruck Ihrer Individualität zufrieden. Sie spüren, dass Sie sich selber mit dem, worin Ihr Potenzial steckt, Ihre Talente sind, noch nicht so angekommen sind. Ja? Und so können wir sagen, dass die Entdeckung der eigenen Individualität, ihres eigenen schöpferischen Potenzials, ihrer Talente und Neigungen, ja, mehr entdeckt werden möchte. Und das Ganze steht im Zusammenhang, schauen Sie hier, mit Rahu im 11. Haus. Das 11. Haus ist das Haus der Gesellschaft. Das Haus, wo wir Anerkennung bekommen, indem wir Einkommen beziehen, indem wir befördert werden, ja. Und Sie wollen etwas machen, wo Sie auch zu einer Akzeptanz kommen in der Gesellschaft. Nur das Ganze muss in Übereinstimmung geschehen mit Ihrer Individualität. Hier in dieser Achse möchte also diesbezüglich Gleichgewicht entstehen. Und das ist ja jetzt ein spannendes Thema. Spannendes Thema deshalb, weil es in der heutigen Zeit gar nicht so leicht ist, für sich einen Platz zu finden in der Welt, wo man basierend auf dem eigenen göttlichen Inneren, ja, was wir eigentlich tun wollen, etwas Gutes und Schönes, ja, unseren Platz finden können in der Welt, um dadurch auch Wertschätzung erfahren zu können. Denn zu oft, ja, werden Dinge abverlangt, ja, um dann befördert werden zu können, Einkommen beziehen zu können, die aber mit Dingen dann verbunden sind, die wir eigentlich, in Anführungsstrichen, nicht akzeptieren dürfen und auch nicht akzeptieren sollen. Und in diesem Spannungsfeld befinden Sie sich, ja, also sprich, Sie merken, dass Sie viele gute Dinge zu geben haben, dass da noch etwas in Ihnen schlummert, dass Sie noch etwas, was Sie können, was Ihre Aufgabe ist, was Ihr Talent ist, noch mehr nach außen bringen wollen. Gleichzeitig der große dunkle Fleck hier, Rahu in Haus 11, ja, wie sage ich es meinem Kind oder wie kann man das in der Gesellschaft brauchen? Ja, aber die Planeten treiben nur an, ja, sie bleiben letztlich ja mit ihrer freien Willensmöglichkeit hier jetzt gefordert zu sagen, okay, was mache ich mit diesen Energien? Und die Energien, wie ich schon gesagt habe, drücken aus zu sagen, okay, innere Arbeit zu tun, wie komme ich mir noch näher? Worin bestehen meine Talente, was macht mir Freude, wo habe ich wirklich eine Neigung hin, wo kann ich besonders kreativ sein, was macht mich in meiner Individualität aus und wie kann ich dies auf eine solche Art und Weise zum Ausdruck bringen, jetzt Haus 11, dass ich auch Zugang finde, ja, um mir einen Kreis von Anhängern für das, was ich tue, sei es durch die geeignete Arbeit, damit ich mehr Einkommen beziehe oder durch
den Anschluss an Gleichgesinnte oder Vereine, wie kann ich mich mit meinem Wesensnaturell hier auch gesellschaftlich mehr einbringen, um nicht als Außenseiter darben zu müssen. Ja, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. So, und diesen Spannungsfeld, da könnte man auch viel mehr drüber sagen, aber die größere Arbeit, die zu tun ist, liegt mit der Arbeit, wer sind Sie und wo wollen Sie hin? Dazu hilft Ihnen Jupiter im vierten Haus. Jupiter steht für den Sinn, für die Freude. Und er steht in Haus 4, das vierte Haus steht wofür? Für das Innenleben. Das bedeutet, Sie finden besonders Sinn und Freude jetzt darin, sich mit Ihrem Innenleben, sprich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ich brauche Ihnen ja nicht sagen, dass dies auch hilfreich ist für das zuvor Gesagte. Nun schauen wir weiter mit den längerfristigen Energien. Da sehen wir jetzt, dass Sonne und Merkur die meiste Zeit, jetzt vor allem die Sonne, das sechste Haus besetzen. Und so ist für Sie das materielle Überleben jetzt ein wichtiger Fokus, jetzt mehr auf den Februar betrachtet, weil die Energien, über die wir zuvor gesprochen haben, sind die längerfristigen Tendenzen. Das sechste Haus hat mit dem materiellen Überlebenskampf zu tun. Wie schaffe ich es, meine Schulden zu bezahlen? Wie schaffe ich es, gesund bleiben zu können? Wie schaffe ich es, dass ich meinen ganzen Verpflichtungen und meiner Arbeit nachkomme? Ja, diese Fragen haben ein größeres Gewicht. Nur bei Ihnen als Jungfrau, Aszendent, darf ich das gar nicht so strapazieren, denn Achtung, bei Jungfrau, da geht es ja immer darum, etwas zu tun. Okay, sie sind ja immer irgendwie in der Pflichterfüllung und sie neigen dazu, sich mit Pflichten zu überladen. Achtung, nochmal, sie neigen dazu, sich mit Pflichten zu überladen. Deswegen ist es auch von der Statistik her nachgewiesen so, dass die Aszendenten Jungfrauen die am meisten Burnout gefährdete Zeichen sind. Und jetzt mit Sonne und Merkur im sechsten Haus besteht Ihre Unterstützung im Monat Februar mal mehr darin, mal zu schauen, wie können Sie Ihren Alltag so gestalten, dass Sie sich wirklich mit dem Wohlfühlen. Ja? Wohlfühlen, damit ist gemeint, dass das Maß an Verpflichtungen, das Sie wahrnehmen, eine gesunde Menge ist. Ja, Sie haben eine natürliche Neigung zur Arbeit, das ist Ihr Wesen. Ja, das darf auch sein, aber bitte, es braucht auch Pausen und Erholung. Merkur, der übrigens in den ersten 8 Tagen des Monats Februar verbrannt ist, drückt aus, dass Sie sich vielleicht jetzt gesundheitsbezogen in den ersten 8 Februartagen nicht so fit fühlen, wodurch Sie ja zusätzlich einen Impuls bekommen, mal drüber nachzudenken, was können Sie tun, ja, um sich vitaler, gesünder fühlen zu können. Sprich, kümmern Sie sich mal mehr um Ihren Körpertempel. Merkur geht aber dann, schon bevor die Sonne dies tut, rüber in das siebte Haus. Die Sonne zieht ja später auch nach im Februar im letzten Drittel, so dass dann im letzten Drittel, sag ich mal, des Monats Februar das Thema Partnerschaft für Sie wichtiger wird. Erfreulicherweise ist ja der Merkur dann nicht mehr verbrannt und so werden Sie dann einfach mehr sich mit Ihrem Partner beschäftigen, mehr Zeit mit Ihrem Partner verbringen, ja, und eine gute Zeit mit diesem haben. Dann schauen wir mal weiter. Die Venus, ja, die ist auch fast den ganzen Februar im fünften Haus, wo wir zuvor gehört haben, ja, mit dem Thema Talente, ihre Individualität und. Und Venus darin bringt jetzt einen Impuls, inwieweit Ihre Individualität, Ihre Talente doch verbunden werden könnten mit Ihrem Lebenssinn und mit dem Geldverdienen. Und
Außerdem bedeutet die Venus in Haus 5, dass sie eine gute Zeit haben, bessere Zeit mit Kindern oder die Kinder selbst eine bessere Zeit haben. Ja, aber trotzdem, ja, gehen Sie auch diesen Impulsen mal nach, ja, inwieweit Sie Ihr Bedürfnis, Ihre Talente mehr auszudrücken, in Verbindung auch mit dem Geldverdienen bringen können. Wissen Sie, und das ist auch möglich, ja. Also ganz ehrlich, ich arbeite ja hauptberuflich als Lehrer für vedische Astrologie. Natürlich habe ich da, sagen wir mal, jetzt finanziell eine andere Situation, als wie wenn ich, was weiß ich wo, arbeiten würde mit dem, was ich ausgebildet bin als Krankenkassenbetriebswirt und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist nicht zu ersetzen im Vergleich zu dem, wie viel Freude und Lebensqualität man bekommt, wenn man in seinem Ding einfach unterwegs ist. Das ist dann immer Arbeiten, das ist einfach nur Spaß. Ja? Und sie sollen doch auch Spaß haben. Auch die Jungfrauen sollen Spaß haben, ja, mit ihrer Arbeit, auch wenn sie gerne arbeiten. Und darum schauen Sie da mal mehr hin, ob da nicht eine Verbindung angebahnt werden kann. Ja? So, dann haben wir noch eine sehr gute Nachricht. Halt vorher noch der Mars, ja auch eine gute Nachricht, der ist ja leider etwas verloren gewesen im Haus 8, da war er in den ersten 15 Tagen, im Februar ist er da. Deswegen besonders achtsam sein, wofür Sie Ihre Energie einsetzen, also keine großen Aktionen, sage ich jetzt mal, Handlungen planen oder durchführen, muss ich sagen, in den ersten 15 Tagen. Es kann etwas für Geschwister eine schwierigere Zeit sein oder mit diesen in den ersten 15 Tagen oder die Geschwister selber haben eine schwierigere Zeit, vor allem jüngere Geschwister. Dann geht Mars ab Mitte Februar in Haus 9, da ist er schon besser aufgehoben, da kann er nicht mehr so viel Unfug anstellen. Dann ist es dort eher so, dass es eben Geschwistern wieder besser geht und sie aber vielleicht in Diskussionen verwickelt werden können, wo es um irgendwelche weltanschaulichen Fragen geht. Und achten Sie aber auch nur darauf, dass Sie sich nicht zu sehr hier erhitzen, bloß weil unterschiedliche Standpunkte mit Nachbarn, Kollegen, ja, und so weiter bestehen. Jetzt eine noch sehr gute Nachricht mit dem Vollmond. Der ist nämlich in der Jungfrau in dem Monat Februar 2019. Und zwar am 19. Februar ist Vollmond. Und Vollmond ist ja was Gutes, denn Vollmond ist der Geber. Der Vollmond repräsentiert, oder auch generell der Mond repräsentiert die göttliche Mutter. Und wenn er voll ist, also wenn er Licht hat, dann kann er nähren, versorgen und geben. Ja? Und eigentlich komisch, ne, dass der Mond, dass es der Mond heißt, die göttliche Mutter, aber bei uns der Mond. Sie merken, alles wird verdreht, ja. Ja. Und wir müssen also eben bei allem genau hinschauen. Und der Vollmond, die Phase des Vollmondes, ist am 19. Februar. Und das bedeutet, dass um die Zeit des Vollmondes zwischen 18. und 20. Februar zu Ihnen etwas ins Leben kommen möchte, was Ihnen gut tut, was Sie erfüllt sein lässt, was Sie emotional nährt. Und Sie können das umso besser wahrnehmen, je mehr Sie in Balance sind, je mehr Sie in Ihrer Mitte sind. Und durch diese Signale werden Sie dann auch besser verstehen, was Ihnen gut tut und was Sie brauchen. Und dass Sie dafür empfänglich sind, das wünsche ich Ihnen. Ja, und das war's schon mit dem, was an Potenzial und Möglichkeiten die Sterne für Sie anzeigen, für Sie, Aszendent Jungfrau, im Februar 2019. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, dass Sie sich das mal anschauen mit diesen beiden Seminarmöglichkeiten in 2019 hier auf der Trauminsel Zypern. Ich lade Sie ein. Ja, mehr Infos, wie gesagt, dazu unterhalb dieses Videos. Und zwar ist hier ein Link vorbereitet, wie Sie zu einer weiteren Seite kommen. Bitte vergessen Sie natürlich nicht den so interessanten Frühbucherrabatt, denn 20% ist ja auch eine sehr, sehr lohnende Sache.
Und ich wollte nochmal erinnern, dass Sie sich, falls noch nicht geschehen, eintragen und registrieren, um einmal im Monat meine vedischen Astro-News zu bekommen mit sehr interessanten Informationen zu den Weltgeschehnissen im deutschsprachigen Raum, in Europa, zu spirituellen Themen, zu Wiedergeburt, zu den Chakren, zu allen möglichen Themen, Deutungen, ja. Und auch dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet. Ja, so verbleibt mir nur, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Februar 2019 und freue mich schon auf Ende Februar, Mitte, Ende Februar, wenn wir wieder darüber sprechen, wie die planetare Konstellation aussieht für Februar dann. Bis dorthin, alles, alles Gute und vielen Dank.